Razzia gegen Reichsbürger, Ermittler entdecken Munitionslager. 75. Unabhängigkeitstag des Staates Israel. Und Kampagne von Interpol, neue Aufklärung von Frauenmorden. Damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 10. Mai. Am Freitag wurde bei einer Durchsuchung in Singen ein Waffendepot entdeckt, als Ermittler ein vermutetes Mitglied der Reichsbürgerszene durchsuchten. In dem Depot fanden sie etwa 13.000 Schuss Munition und 2.000 Stahlkugeln, die beschlagnahmt wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Inflationsrate in Deutschland lag im April diesen Jahres bei plus 7,2%. Stärkster Preistreiber im April blieben die Nahrungsmittel. Sie verteuerten sich zum Vorjahresmonat um 17,2%. In Zukunft soll es für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen einfacher werden, ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und ihren Vornamen zu ändern. Statt wie bisher ein Gerichtsurteil zu benötigen, wird eine Erklärung beim Standesamt ausreichen. Bundesjustizminister Buschmann sagte, andere liberale Rechtsordnungen haben längst ähnliche Regelungen. Wenn wir hierzu aufschließen, dann ist das nur angemessen. Transgeschlechtliche Menschen sind schon viel zu lange betroffen von Diskriminierung und würdeloser Behandlung. Vor dem Bund-Länder-Gipfel zur Aufteilung der Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen hat der Finanzminister Christian Lindner grundlegende Änderungen in der Zuwanderungspolitik gefordert. Im ZDF-Heute-Journal sagte der Chef der FDP, wir haben es zu lange den Menschen schwer gemacht, nach Deutschland zu kommen, die wir brauchen. Und zu lange schon machen wir den Menschen es leicht zu bleiben, die eigentlich verpflichtet sind, auszureisen. Das EU-Gericht hat entschieden, dass die EU-Kommission die milliardenschweren Hilfen der Bundesregierung für die Lufthansa in der Corona-Pandemie nicht hätte genehmigen dürfen. Zwei Konkurrenten, Ryanair und Condor, hatten gegen die Entscheidung geklagt. Die Bundesregierung hatte im Frühjahr 2020 6 Milliarden Euro zur Unterstützung der größten deutschen Fluggesellschaft bereitgestellt. Die EU-Kommission hatte die Hilfen unter der Bedingung genehmigt, dass die Airline sich verpflichtet, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Anlässlich des 75. Unabhängigkeitstages des Staates Israel veranstaltete die Botschaft des Staates Israels einen großen Empfang in Berlin. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten nahmen an der Veranstaltung teil. Natürlich feiern wir. Wir haben wirklich 75 Jahre, wir haben was geschafft. Wir sind in der ersten Reihe. In der Wissenschaft, in der Kultur, in der Forschung, wirklich auf allen Bereichen. Und wir sind sehr, sehr stolz auf was wir, und natürlich sind wir stolz auf die Beziehung mit Deutschland. Zweitwichtigste strategische Partner, wir müssen weitermachen, das vertiefen und so weiter. Die Tatsache, dass ich hier bin, daraus können Sie sehen, wie wichtig mir das ist. Die Beziehung zu Israel ist eine ganz, ganz besondere, gerade nach der furchtbaren Shoah, nach den Verbrechen von Nazi-Deutschland, dass wir heute dieses Verhältnis miteinander haben als zwei souveräne Staaten, die jeweils ihre eigene Rolle haben und die miteinander eine Geschichte haben, aber auch ihre gemeinsame Zukunft vor Augen haben, ist sehr, sehr schön. Und deswegen bin ich heute Abend sehr gerne hier, um im Namen der Bundesregierung zu gratulieren. Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat gemeinsam mit der deutschen, niederländischen und belgischen Polizei eine Kampagne gestartet, um 22 lange zurückliegende Frauenmorde aufzuklären. In our home countries, in Deutschland, België and in Nederland, several women and girls were found murdered. En we weten niet eens hun namen. Depuis des années, nous ne savons pas qui elles sont. Und woher sie kommen. So ist es seit vielen Jahren. My name is Carice van Houten. Ich bin Katrin Müller-Hohenstein. Je m'appelle Axel Reit. Ich bin Regina Halmich. Mein Name ist Ferle Bates. Mein Name ist Tim. Irgendwo auf der Welt müssen diese Frauen Familie und Freunde haben. Brothers and sisters. Vaters und Mothers. Vielleicht auch Kinder. Sie verdienen Antworten. Alsjeblieft, bekijk de gezichten van deze meisjes. These women's clothes, their rings and necklaces. Zou het jouw verloren vriendin kunnen zijn?
Ihre verschwundene Cousine, Ihre Kollegin? Votre patiente, votre voisine ou votre collègue disparu subitement. You can help them. Sie können ihnen helfen. Vous pouvez les aider. Geef deze vrouwen hun identiteit terug. Laat deze meisjes niet vergeten worden. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf 13 Grad und der Himmel ist leicht bewölkt. Am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bei 22 Grad. Am Morgen ist der Himmel vereinzelt bewölkt. Zum Abend zieht sich der Himmel zu und es gibt nur selten Lücken in der Wolkendecke. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.